Gesundheitswirksame Bewegung für ältere Erwachsene. Um Inaktivität zu vermeiden, sollte langdauerndes Sitzen öfter unterbrochen werden. Für körperlich Inaktive ist jeder Schritt hin zu mehr Bewegung wichtig und bringt auch direkt ersten gesundheitlichen Nutzen. Weitere sportliche Aktivitäten bringen zusätzlichen Nutzen. Für robuste Frauen und Männer im Pensionsalter werden mindestens 2,5 Stunden Bewegung pro Woche in Form von Alltagsaktivitäten oder Sport mit mindestens mittlerer Intensität empfohlen. Diese Basisempfehlungen können auch durch 1,25 Stunden Sport oder Bewegung mit hoher Intensität erreicht werden. Möglich sind auch entsprechende Kombinationen von Bewegung mit mittlerer und hoher Intensität. Mittlere Intensität beinhaltet zum Beispiel zügiges Gehen, Velofahren sowie Schneeschaufeln und Gartenarbeiten. Hohe Intensität umfasst zum Beispiel Tennis, Biken, Nordic Walking oder Herz-Kreislauf-Training an Fitnessgeräten. Bereits Aktive können mit einem zusätzlichen Training von Kraft, Gleichgewicht, Beweglichkeit und Ausdauer noch mehr für ihre Gesundheit und Selbstständigkeit tun. Im Alter wirkt Bewegungsförderung per se auch unfallpräventiv. Ältere Menschen sollen sich so viel wie möglich bewegen, auch wenn sie nicht mehr in der Lage sind, die Basisempfehlungen vollumfänglich zu erreichen. Idealerweise sollte die Aktivität auf mehrere Tage in der Woche verteilt werden. Jede Bewegung ab etwa 10 Minuten Dauer kann über den Tag zusammengezählt werden. Diese Basisempfehlungen versprechen bedeutende und vielfältige Wirkungen auf Gesundheit und Lebensqualität.